Und mit dem Frankenjura verbinde ich schon ziemlich viel, muss ich sagen. Hier ist so viel Geschichte hinter, so viele inspirierende Leute sind hier geklettert. Und wenn man seine eigene Entwicklung, wenn die hier auch so mit stattgefunden hat, ist man einfach verbunden hierzu. Wenn man so viel Zeit und Energie in ein Projekt investiert, dann kann man das schon ziemlich vereinnahmen. Ich wohne auf jeden Fall in einer Kletterer-WG, vor allem in einer Kletterer-WG, die schon Generationen hat. Sie steht morgens auf, sie hat ihren Plan, macht sich schnell Frühstück, tak, tak, tak. Der Tag ist irgendwie relativ durchgetaktet. Kaffee am Morgen und dann geht's vorwärts. Die Begehung wäre nicht nur für Sie, sondern auch für die deutsche Kletterszene ein Meilenstein. Der Grad 8C Plus ist bisher von deutschen Frauen in Franken nicht geklettert worden. Insofern hat das eine besondere Bedeutung. Wenn man dicht an seinem Limit klettert, hat man immer mehr mit Zweifeln und mit kleinen Rückschlägen oder Niederlagen zu tun, als ständigen Erfolg zu haben. Und in diesen Momenten, wo es einfach manchmal nicht so läuft, wie man es sich wünscht, oder wo es darum geht, okay, jetzt dranbleiben, da ist Ehrgeiz notwendig, obligatorisch. Die Länge in der Felsqualität, ich denke, das ist schon außergewöhnlich. In der Regel sind die fränkischen Routen kürzer. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich besser machen kann, was ich verändern kann, damit ich die Route hochkomme. Nichts hat geholfen bislang. Kaffee trinken ist integraler Bestandteil des Kletterns. Drei Züge vorm Top, fällt sie ab. Immer wieder an einem der letzten Züge runterzufallen, wenn man schon 70 Züge vorher gemacht hat, kostet mich ganz schön Körner. Ich bin sehr ehrgeizig und ab und zu ein bisschen zu ehrgeizig. Oh, Mann! Definitiv. Oh, das wäre ja ganz nett, wenn sie die gleiche Windstärke beim Abwasch hätte wie beim Projektdurchsteigen. Aber ja, da hakt's eher stark. Ich verbessere mich. Lena ist, glaube ich, jemand, der, wenn sie ein Projekt hat, dann auch wirklich alles dafür gibt. Und ich finde, man wird sie total gönnen. Ich denke, dass es eine Frage der Zeit ist. Also wenn man so häufig so knapp scheitert, dann muss man einfach nur dranbleiben. Und ich denke, sie weiß das. Irgendwann wird es klappen. Irgendwann habe ich genug Ausdauer, genug Biss und Konzentration. Und es festzuhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit und daran muss ich einfach glauben. Mein Eindruck ist, dass Lena alles das tut, was nötig ist. Und sie ordnet da sehr viel unter. Also Uni und Lena... Wenn es beispielsweise, das würden meine Freunde aus der Uni bestimmt bejahen, darum geht, zu allen Vorlesungen zu gehen, ohne Anwesenheitspflicht und da wirklich aufmerksam mitzuschreiben, würde ich sagen, meine Disziplin lässt doch etwas zu wünschen übrig. Aber wenn es dann wieder darum geht, früh genug mit einer Klausur anzufangen zu lernen, damit das nicht mein Klettern beeinträchtigt, da bin ich dann schon wieder diszipliniert. Also es ist immer das schmale Grat, wie wichtig es einem ist. Klettern ist was momentan extrem weit oben steht,
Das heißt, in dem Thema und alles, was das Klettern beeinflusst, bin ich auch extrem diszipliniert. Dann trainieren, dann Uni, dann trainieren und teilweise ja mehrmals am Tag trainieren. Man denkt immer so, wow, krass. Ja, ist witzig, wenn man Lena kennenlernt und hört dann zum ersten Mal die Musik oder sie macht dann Musik in der Küche an und man denkt so, Alter, was? The Rap Gang is the rotten rats plague with a flock of cocky characters, copycat lanes and babblers. Fuck what the other cats say, it's all the knack for the cameras, while it's that way. They call the audience, sitting on the bench. Y'all convinced that y'all was in the club, sipping on some hen. Y'all think they're really hard, they sit with confidence. Rockin' Tim's, silly silver stickers on their rims. Sick of your frozen necks, your hoes and your textiles. Just cause you own the jet, don't think I show you respect. Bow, I get down, so the crowd. Mein Training ist komplett felskletterbezogen, aber Wettkämpfe finde ich schon auch spannend. I'm stone cold, cousin, I'm dope, no discussion. No soap can wash me, I'm so, so disgusting. You ain't fucking bucking your fofos. The thuggin', son, you sound like you swallowed your vocal. The pluggin', you buggin', you ain't a killer. You ain't a pimp, boy, you just a plain motherfucker. Go talk to Shrink Floyd, you ain't a hustler. Fuck what you think, boy, you're just a bitch on stage. Miss Laws with Pink Floyd. But fuck your image and your fictive life. Fuck scribbling shitty lyrics just to fit this hype. See, I'ma rip this mic, this bite. Kiss the diss mic, click, click on my links just to click this like. You heard, you heard, you heard. Stand up. Stand out. Beim Wettkampf hat man halt nur einen einzigen Versuch. Wenn es nicht gut läuft, habe ich leider oftmals Probleme mit der Frustration, cool umzugehen. Aber wenn es läuft, ist es richtig geil. Ich wusste schon relativ schnell bezüglich des Kletterns, dass das Felsklettern das ist, was ich machen will. Dass ich zwar auch Wettkämpfe mache, aber dass mein Fokus immer auf dem Felsklettern ist und es auch immer sein wird. An was für Orten ich durch den Fokus und die Leidenschaft des Felsklettern einfach schon gewesen bin, kann einfach auch keine Wettkampfplatzierung hergeben. Ich kann mit meinen Freunden, ganz egal wie schwer die klettern, einfach den Tag verbringen, Hochleistungssport betreiben und dabei einfach in der Natur sein. Ohne mich mit irgendwem anders messen zu müssen, sondern eigentlich nur mit mir selber. Zum Klettern bin ich durch meinen Papa gekommen. Auch schon ganz früh mal mit so kleinen Mini-Projekten. Ja, die letzten 2 Jahre waren schon ziemlich intensiv. Ich denke, dass ich gewachsen bin in dem Jahr, weil immer auch wenn man mit negativen Dingen konfrontiert wurde, wie jetzt mit dem Tod von meinem Papa, sind Sachen, woran man wächst. Woran man halt natürlich auch zu knabbern hat, aber auch viel ja, über sich lernt, über die Leute um sich herum. Klondike war schon besonders. Das kann ich auch jetzt gar nicht vergleichen, zum Beispiel mit den anderen Routen in dem gleichen Grad, weil es einfach emotional ganz, ganz anders ist. Die Route habe ich auf jeden Fall für meinen Papa geklettert. Man hat ja immer schon so Vorahnungen und ich habe mir schon gedacht, okay, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn er sich irgendwann nicht mehr weiter quält. Und dachte dann aber, boah, es wäre eigentlich geil, wenn er noch einmal so mitkriegen würde, dass so das Training und alles einfach funktioniert hat. Weiß ich nicht, weil er mich auch an dieses Projektieren, auch an diese Liebe zu projektieren, an Felsklettern halt auch so mit rangeführt hat. Und dann war es krass, als ich gehört habe, so okay, mehr oder weniger, wenn ich da morgen hinfahre, ist das meine letzte Chance. Ja, da kann man nochmal ganz andere Kräfte mobilisieren, so. Genau. Jetzt denke ich immer so, mein Papa sitzt bestimmt oben und zieht an so einer Schnur und wartet noch so ein bisschen. Der war nämlich auch, hat mich auch immer ein bisschen gedisst, so Spaß. Dachte dann so, oh nee, heute kletterst du das noch nicht, ich drück dich nochmal runter. Oder dann so, oh, heute kannst du es dann mal klettern, heute ziehe ich dich ein bisschen hoch. So stelle ich mir das dann immer vor.